Wir sind hier in Schleiden-Gemünd vor unserer Vermittlungsstelle, die komplett zerstört ist. Neben mir ist mein Kollege Marco, der mir jetzt mal ein bisschen erklärt, was hier passiert, was hier gemacht wird. Wir bauen zurzeit eine neue Vermittlungsstelle in einem Container neben dem alten auf, müssen alle Glasfaser und Kupferkabel vor der Vermittlungsstelle abfangen, in den neuen Container reinbringen, dort an die Technik anschließen, um die Leute wieder mit Festnetz und Internet zu versorgen. Ja, von hier aus sieht man den Vermittlungsraum. An den Wänden sieht man die Markierung. Bei 1,80 Meter ungefähr stand das Wasser. Die komplette Technik ist zerstört. Die ganzen Baugruppen sind verdreckt durch den ganzen Schlamm und Unrat, der hier reingespült wurde. Das Gebäude kann nur noch abgerissen werden. Marco, du hast gerade gesagt, die Vermittlungsstelle muss abgerissen werden. Wie kommen denn jetzt die Kabel, die eigentlich in die Vermittlungsstelle kommen, in den Container, den wir aufgestellt haben? Ja, wir schneiden die Kabel in dem Kabelschacht direkt vor der Vermittlungsstelle, um die dann ca. 40 Meter rauszuziehen, um die dort hinten vor dem Container durchzubinden auf die vorgefertigten Kabel vom Container, damit dort die Kunden wieder ans Netz gehen können. Hier in der Grube sehen wir die Kabel, die wir im Kabelschacht geschnitten haben. Die wurden bis hierhin zurückgezogen, um sie hier durchzuverbinden auf die vorgefertigten Kabel vom Container. Ja, hier sehen wir die Glasfaserkabel, die wir aus dem Schacht zurückgezogen haben. Die sind in mehreren bunten Rohren verlegt und müssen jetzt einzeln durchverbunden werden auf die Kabel in den Container. Und wann wird das passieren? Ja, wir haben mehrere Monteure zurzeit schon vor Ort. Weitere sind unterwegs und wir werden in den nächsten Stunden mit der Montage beginnen, damit dann nach und nach die ganzen Kabel in Betrieb gehen können. Marco, der Container steht, die Kabel sind gezogen. Heißt das jetzt für unsere Kundinnen und Kunden, dass die auch bald wieder am Netz sind? Teilweise können die Kunden wieder ans Netz angeschlossen werden. In vielen Fällen muss aber noch das Kabel und der Verteilerkasten zum Kunden instand gesetzt werden, da viele Verteilerkästen hier im Gebiet durch das Hochwasser zerstört worden und teilweise sogar weggespült worden. Wie ihr seht, das Thema wird uns noch einige Zeit begleiten, aber wir sind dran, damit die Kundinnen und Kunden schnellstmöglich wieder ans Netz kommen.